Die Ermittlungen werden gegen Strache und den ebenfalls zurückgetretenen Klubobmann Johann Gudenus sowie gegen weitere Unbekannte wegen Untreue in unterschiedlichen Beteiligungsformen geführt. Straches Anwalt Johann Power bittet um Verständnis, dass er sich zu laufenden Strafverfahren nicht äußern könne. Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gehen auf das Ibiza-Video zurück. Den Aussagen der beiden zufolge sollen im Wahlkampf 2017 mehrere vermögende Personen zwischen 500.000 Euro und 2 Millionen Euro über parteinahe Vereine an die FPÖ geschleust haben, um die Meldepflicht von Großspenden an den Rechnungshof zu umgehen. In derselben Strafsache will die Korruptionsstaatsanwaltschaft auch gegen FPÖ-Nationalrat Markus Czank ermitteln, da er in mehreren FPÖ-nahen Vereinen aktiv war. Am heutigen Donnerstag stimmt der Nationalrat der Aufhebung von Czanks Immunität einstimmig zu.